Wissing macht ständig politische Aufschläge, die dann zuverlässig am Ziel vorbeigehen. Vielleicht liegt es ja gar nicht an ihm. Vielleicht liegt es ja am Amt. Ich habe da manchmal so einen schrecklichen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass auf diesem Ministerium ein Fluch liegt. Es ist der Fluch der Autolobby. Ja, der Fluch des Pharao. Frage: Können Sie sich erinnern an erfolgreiche, integre, hochqualifizierte Verkehrsminister in Deutschland? An einen einzigen? Ich nicht. Ich denke eher an Leute wie Andreas Scheuer, Wissings Vorgänger. Der hat für 500 Millionen Euro Verträge für die Ausländermaut abgeschlossen, obwohl die rechtlich keine Chance hatte und am Ende von den Gerichten gekippt wurde. Es gibt für ein solches Verhalten nur eine schlüssige Erklärung. Wer Verkehrsminister wird, der ist verflucht. Und der IQ halbiert sich auch. Sofort. Die dämliche Ausländermaut war allerdings nicht Scheuers Idee, das muss man fairerweise sagen. Die Ausländermaut hat auch schon sein Vorgänger Alexander Dobrindt vorangetrieben. Außerdem war Dobrindt offenbar an der Vertuschung des großen Abgasskandals der deutschen Autoindustrie beteiligt. Und Dobrindt sorgte, wie andere Verkehrsminister der CSU auch, dafür, dass Geld für Infrastrukturprojekte vor allem nach Bayern geflossen ist. Man spricht auch vom Aufbau Südost. Aber es ist ja nicht so, als bekäme man als Minister nicht dafür auch was zurück. 200 Millionen Euro hat sich Bundesverkehrsminister Dobrindt eine Dorfumgehung kosten lassen. Zufällig ist Oberau sein Wahlkreis. Dort hatte man sogar überlegt, den Tunnel nach Dobrindt zu benennen. Alexander Dobrindt-Tunnel, allerliebst. Und die Peter-Ramsauer-Sackgasse gibt es wahrscheinlich auch irgendwo. Ramsauer, der hatte diese blöde Ausländermaut angeschoben. Außerdem hatte er inoffiziell auch das Ministerium für Prokrastination inne, denn in Ramsauers Amtszeit ging es weder voran mit der Großbaustelle Stuttgart 21 noch mit der Großbaustelle Flughafen BER. Chapeau. Natürlich waren Verkehrsminister auch in anderen Parteien. Die waren ja nicht immer in der CSU oder jetzt in der FDP. Es gab auch welche aus der SPD, zum Beispiel Manfred Stolpe. Der Name Stolpe ist Programm. Er hat nämlich die Einführung der Lkw-Maut damals komplett verstolpert. Oder vielleicht erinnern Sie sich an Reinhard Klimmt, ebenfalls SPD-Mann. Der musste zurücktreten, weil er in eine Spendenaffäre beim 1. FC Saarbrücken verwickelt war und wegen Beihilfe zur Untreue zu einer Strafe von 27.000 D-Mark verurteilt wurde. Immerhin Fußball, man kann sagen, er hat sich als Verkehrsminister durchaus auch mal mit Grünflächen beschäftigt. Oder Wolfgang Tiefensee, ebenfalls SPD, der hatte so getan, als hätte er von sehr hohen Bonuszahlungen für Bahnmanager nichts gewusst. Hatte er aber doch. Und wo wir gerade über die Bahn sprechen, unvergessen sind natürlich auch die Leistungen von CDU-Verkehrsminister Matthias Wissmann. Der war verantwortlich für die Privatisierung der Bahn. Das Ergebnis kennen Sie, falls Sie die letzte Fahrt mit 2 Stunden Verspätung im unklimatisierten Wagen überlebt haben. Wissmann wurde dann unmittelbar nach seiner Zeit als Verkehrsminister Chef der Autolobby in Deutschland, wo er bis 2018 als Zäpfchen arbeitete. Oder, wenn Sie noch weiter zurückdenken, 90er Jahre, Günter Krause, die alte Skandalnudel. Günter Krause wurde auch eher einfach nur verflucht. Es würde vieles erklären. Günter Krause, ein Typ, der nicht nur die Autobahn ausbaute wie kaum ein anderer, sondern der am Ende nach zig Affären zurücktreten musste. Unter anderem, weil er Firmen beim Autobahnbau bevorzugt hatte und angeblich für seine private Putzfrau vom Staat Zuschüsse beantragt hatte. Lange nach seiner Zeit als Minister musste Krause Privatinsolvenz anmelden und landete im Dschungelcamp. Und es war die verdammt nochmal seriöseste Etappe seiner gesamten Karriere. Ich fasse zusammen, deutsche Verkehrsminister waren häufig seltsame Gestalten. Sie haben viel getan, vor allem für Bayern und für sich selber. Und die Frage, wie viele Verkehrsminister man braucht, um endlich den Radverkehr zu fördern, die ist nach wie vor unbeantwortet. Dieser Feldversuch läuft seit Jahrzehnten. Es gibt bislang keine Antwort. Von modernen, fahrradfreundlichen Städten wie Amsterdam oder Kopenhagen kann man in Deutschland leider nur träumen. Dafür ist Radfahren in Deutschland ein Abenteuer. Wer braucht noch das Squid Game, wenn er in deutschen Städten radeln kann? Und wo es besonders viel Spaß macht, das weiß Daniel Sprenger. Radfahren in Großstädten. Ein Traum für Menschen, die das Abenteuer suchen. Die großen Fahrzeugen ganz nahe kommen wollen und auch sonst sehr mutig sind. Eine perfekte Infrastruktur ermöglicht den Thrill im Alltag. Wie hier in Osnabrück. So, hier sieht man es jetzt wieder, sehr schmaler Radfahrstreifen. Ein LKW steht drauf, muss man ausweichen in den Verkehr.
So kriegt man die Leute natürlich nicht aufs Fahrrad mit diesen kleinen Streifen, die dann auch noch blockiert sind. Den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, das kann hier schon mal etwas schwieriger werden. Aber wie sollen Radspuren, hoppla, denn sonst aussehen? Die müssen klar vom Autoverkehr abgetrennt sein. Wir brauchen da Poller oder wir brauchen einen vernünftigen Bordstein, sodass auch keine Falschparker mehr auf den Radwegen stehen und die Radfahrenden behindern. Ja, wie zum Beispiel auf dieser sogenannten Protected Bike Lane. Aber nach 160 Metern ist auch schon wieder Schluss mit Protected. Zum Glück ist etwa in Hamburg seit 2015 nur jeder vierte neue Radwegkilometer baulich getrennt errichtet worden. Der Großteil verläuft also weiterhin so. Kleine Schikanen für die Radler inklusive. Radwege direkt neben der Autospur bieten noch mehr Vorteile für die Autos. Auf abgetrennten Radwegen müssen sie immerhin einen Abstand von 75 cm einhalten, bei Radstreifen auf der Straße nur 50 cm, auch wenn die Gefahr wegen geöffneter Fahrertüren hier viel größer ist. In Dänemark ist es die goldene Regel, dass Radfahrende immer rechts neben den parkenden Autos fahren. Und bei uns ist das ja noch was, an was wir uns ein bisschen gewöhnen müssen, weil es immer heißt, es sei nicht sicher. Nein, nicht so sicher wie zwischen großen LKW. Das weiß doch jedes Kind. Radfahren in Großstädten. Ein Traum. Guten Tag. Mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und Extra3 zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.